Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Hordenhans-Event-Video. Wir stehen ja noch in Spokane in Montana und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Auf eine kurze Fahrt wird es werden. Ich habe auch schon mal nachgeschaut. Wird wahrscheinlich. Habe ich hier auf der zweiten Seite geguckt? Never mind. War ich hier? Gut, der Auftrag ist dann wahrscheinlich schon wieder weg. Und wir sind natürlich in Washington und nicht in Montana. Das sieht doch mal ganz nett aus. Von Coeur d'Alene nach Astario in Oregon. Fahren wir kurz rüber nach Idaho und dann fahren wir 404 Meilen. Ja. Ja, an Vancouver quasi. Läuft nicht vorbei. Okay, here we go. Das ist erstmal 18 Meilen bis Coeur d'Alene. Turn right. Turn left. Da fehlt jetzt aber auch wieder nicht viel. Please mind the speed limit. Dann fahren wir wieder an dem Expo-Center sogar vorbei. Get ready to turn left. Also, dem Convention Center, nicht dem Expo-Center natürlich. Turn left. Caution. Please mind the speed limit. Halt, muss mal besser links. Go straight. Stay left and then exit left. Auf die Interstate 9. Exit left. Oh Gott, 90 nach Coeur d'Alene. Zumindest jetzt erstmal ein bisschen schnell auf die gewünschte Geschwindigkeit. Stay left. Aber auch nicht drüber. Das ist die Frage, welche Exit wir nehmen. Wahrscheinlich den ersten. Wenn wir direkt hier rechts müssen. An Coastline Mining vorbei, wenn ich es richtig sehe. Exit right.
Stay right and then turn right. Turn right. Dann zweimal links, rechts natürlich. And then turn right. Turn right. Können wir endlich rechts abbiegen? Die Schilder braucht kein Mensch. Caution. Please mind the speed limit. Und es war HMS und nicht Dingens, denn wir fahren zu HMS. Finally, we are here. Ach, hinterm Gebäude steht der Auflieger. Muss ich gleich gut ausholen. Und dann ist über die Interstate 90 nach Yakima, dann bei Yakima geht es dann auf dem Highway 12 nach Longview und dann sind wir eigentlich auch schon in Astoria. Oder Astoria. Wahrscheinlich. Kommen wir auch hier raus? Scheint so. Sehr gut. Hier 65 halte ich für Fake News. Deswegen fahre ich die richtigeren 35. Stay left. Then turn left. Ansonsten habe ich ja das Schild eigentlich umgedichtet von daher. Zumindest Einzelschilder. Echt gerade nur Metall, ne? Stay left and then turn left. Turn left. Und ab auf den Freeway. Kann ich wohl schon mal die 65 einstellen? Oh. Stay left. Hä? Ach so. Aber die war auch closed. Oh, die blöd. Eigentlich. Laut Schild. Das muss ich mir mal beim Editieren nochmal anschauen. Wenn ja, dann ist es echt bescheuert. Dann ist es ja echt unnütz.
Stay left. P60 haben wir schon. Da geht's noch weiter runter. Nö. Umso besser. Da können wir ja weiter gerne Longview fahren. Nicht, dass wir das nicht ohnehin schon konnten, aber bring jetzt nochmal schön wieder Skyline. Mich rechts halten, alles klar. Ist aber zum Glück auch eine Ausfahrt, deswegen passt das. Ja, hier bei uns wieder ein riesiges Betonkonstrukt rüberzieht. Ja, merkwürdiger Satzbau, denn so klingt das ein bisschen, als ob es Beton über uns rüberfliegt. Wie ein Betonflugzeug. Okay, da hat sich die Achse wahrscheinlich nach unten gebackt. Dolly. Fahren in den Himmel. Mehr oder weniger zumindest. Schön diese Landschaft hier. Auf jeden Fall zwei noch, wir sind gegen Mittag da oder gegen frühen Mittag oder späten Morgen. Je nachdem, wie man das klassifizieren mag. Stay left. Solange ich hier wieder eine geschossene Waage jetzt offen hat, bleibe ich das auch. Fahrt doch wieder schön auf neuen Wegen für mich. Wie man
unschwer erkennen kann. Während die Sonne zu unserer Rechten hervorkommen möchte. Und vorne ein Güterzug fährt. Schön. Sogar verbunden die beiden Großgewässer. Riesiges Wasserbecken. Ob das alles ein Seewassergewässer ist oder nicht. Ich kenne mich jetzt in diesem Bereich nicht genug aus, um das wissen zu können. Oder um die Frage selber beantworten zu können. War ja aber schon sehr nah aneinander dran, die vergleichbaren Gewässerstrukturen. View haben wir hier. Oh ja, den haben wir. Wenn jetzt hier vorne ein Viewpunkt ist, sehen wir jetzt nicht mit. Den muss ich mal anders mal anschauen. Sein. Das Helmfeld nochmal zu machen über den Columbia River. Puh. Ach, Unfall. State Police vorbei. County Sheriff. Wer dort gewesen ist, wer auch wer ist. Oh, wir müssen runter.
Ja, wir sind schon mal hier aktiv. Stay right and then exit right. Exit right. Fahren runterbringen ist auf 20. 25. Dann besteigen wir wieder hoch auf 60. Geschwindigkeit hier holen wir wieder durch die Schwerkraft auf. Damit zumindest ein bisschen. So nah bei Yakima sind wir noch gar nicht. Oha. Durch. Stay right. Sonst wurde empfohlen 30, aber kann da nicht schaden. Ist man zumindest prinzipiell sicher. Ich werde eigentlich durch Berufung, muss ich hier gehen. Ich habe ganz schön viele Eisenbrücken hier. Da gibt ja auch viele Flüsse und Kriegs und so, ne? Caution. Please mind the speed limit. Natürlich doch. Gehe jetzt auf den Highway. Für ein paar Meilen, 167 haben wir noch genau bis zum Abladeort. Stark abgebremst. Wir fahren aber eine White Pass, wenn ich es richtig gesehen habe. Durch den nationalen Forest durch. Gut, gut. Einmal bei den 50 sollten ja passen. Unter 50.
schön mit den Bergen, in den Bergen, zwischen den Nadelbäumen durch. Oha. Das ist ja auch schön hier. Ah, ein Staudamm scheinbar. Schöner Viewpunkt vom Canyon. Mann, oh Mann, oh Mann, hier hat man ja echt, kann man sich echt die Satz sehen an den ganzen verschiedenen Flüssen und Seenlandschaften. Der ganzen Flora und Fauna. Von da vorne ja nicht so allzu viel mitbekommt. Meine Güte, die Views müssen hier echt atemberaubend sein. Travel Washington 2 von 3. Ja, das ist auf alle Fälle hier ein... Holy shit. Travel. Wenn das mal kein Drop und kein Tal ist, dann weiß ich auch nicht. Wahnsinn. Gar nicht mitbekommen, was wir plötzlich so weit oben sind. Das ist hier im Boden kaum. Das war es doch wiederum wert. Nur so eine kurze Fahrt in den Weg zu haben, wollen zu legen. Alleine für den Weg. Also wenn das mal keine Szenekstruktur wäre, weiß ich auch nicht. Von da mit einer Baustelle. Forstwege. Das stelle ich auch wieder zu einer Firma führen. Nochmal ein Stausee. Das war ich in den kurzen Moment als Stausee. Vielleicht war es auch einfach nur eine Brücke. Das kann natürlich auch sein.
Ach, der nächste See natürlich. Also Wasser haben wir hier eine Menge. Auf nach Portland. Für Richtung Portland. Aber ich glaube zumindest Portland gerade auf Dingschein, aber ja, wir sehen auch dann aus. Longview ist auch da. Vancouver auch. Wir fahren nach Atosia. Atosia? Astoria. Knapp. Knapp richtig. Exit right. 27 Meilen nur noch, wir fahren durch Longview durch und dann sind wir schon da. Ja, wir haben 35 und ordnen uns links ein. Erst auf mal den Longview. Stay left and then turn left. Turn left. Zu früh was geben. War schnell einfach auf der Bremse. Ich bin irgendwie noch auf. Irgendwie trotzdem noch geschafft, Gas zu geben. Go straight. Weiteres Brückenwerk ist über. Wieder über den Columbia River. So, wir sind glaube ich schon das dritte Mal mindestens drüber. In dieser Fahrt. Von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe.
hier ab. Warum sollten wir da anders abbiegen? Wenn wir schon die Möglichkeit hier haben. Wieso wir auch immer jetzt. Okay, wahrscheinlich, weil wir gleich da sind, deswegen sollen wir weiter schleichen. Machen wir doch mal. Ich werde bei 35 bleiben, wenn da vorne sowieso keiner vorankommt. Sie fahren vor allem super langsam. Obwohl wir 45 reinwerfen. Aber es ist doch mal interessant, so einen Stau zu haben hier gegen Mittag. Erst auf meinen Astoria, The Beaver State 10.514. Turn right and then turn right. Sehr schönes Boot. Turn right. Unser Rettungsboot. Andersrum ist besser. Besser kenne ich's. Hoppla. Da war ich zu sehr davon abgelenkt. Na, Straßenbahn. Ach, hier vorne ist man abladen. Das kann man echt super, super gut erkennen. Da war es die richtige Entscheidung, hier lang zu fahren. Es sah nämlich kurz so aus, als ob. Hier fällt es wohl direkt lang. Die Straßenbahn ist ja cool. Das ist ja auch schon nice. Dann laden wir mal ab hier mit dem schönen Blick in der Straßenbahn. Im Umkreis. Ausgezeichnet Valentinskes von Coeur d'Alene nach Astoria geliefert. Gefahrenstrecke 423 Meilen, Dauer 41 Minuten. 61 Gallonenverbrauch, das war der 161. ATS World Trucks Auftrag. 31.500 gab es dafür, knapp 900 Erfahrungspunkte. Dann gucken wir noch, ob nicht des Startplatzes. Beim Viewpoint fahren wir eben kurz hin. Time to hit the road. Okay. Wieso sind es Vögel und keine Flugzeuge in der Luft sind?
turn right. Turn right. Will ich auf die Taste drücken, ne? Columbia River Maritime Museum. Unschwer zu erkennen an dem Schlepper. Jetzt wahrscheinlich jetzt gleich so hier nochmal über die Straßenbahnstrecke drüber. Vielleicht zumindest mein oder vielleicht auch nicht. Wenn sie einfach nur am Hafen entlang geht. Ja, also Brücken, interessante Brückenkonstruktion kannst du bauen. Caution, please mind the speed limit. Mach ich doch. Deswegen habe ich dir Gas gegeben. Scheinbar endet die Straße mal irgendwo im Nichts oder sie fährt einfach jetzt hier rechts gerade weiter. Stay right and then turn right. Nicht ganz. I'll find a new route. Mach das mal. Und ich hau mich da mal hin. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Holden Hearts Event Video wieder. Als viele sind es nicht mehr. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.